Alle Autos stehen jetzt in der Starterstellung. Scheiße. Die Frage ist, wird Lord Vittel Weltmeister? Die Lampen gehen an. Silverstone 2017, Serie B, startet jetzt. Lord Vittel kommt gut weg. Bitte auch teils. Nee, nicht so gut. Toxic. Leute, jetzt lass ich Platz. Toxic und Büttel, gleiche Höhe. Also Lonny kommt auch gut. Geht sehr diszipliniert alles zur Sache. Ja. Keine Crashes, oder? Also Ronny hat eine Position gewonnen, ist von 10 auf 8, ist auch gut. Bennett 14. Geht das Feld von sehr, sehr langsam an. Hat sich wahrscheinlich alles hinten sehr, sehr ruhig angeguckt. Lonely Day fährt sein Speed. Kann sie auch schon fast eine halbe Sekunde absetzen. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich... Also wie gesagt, Toxic verfolgt Lonely Day. Der meines Erachtens nach... Oh, Torres kommt ja ein bisschen weit raus. Bei der Club Corner ist jetzt im Bedrängnis... Bitte ganz nah an Torres dran. Ja. DRS gibt's noch nicht. Nee, das gibt's erst nach der dritten Runde. Bitte versucht's außen ran. Kommt besser raus, beschleunigt. Willst jetzt außen versuchen? Ganz schwierig. Kann er den Switchback? Ah nein, Torres bleibt. Hart. Also die erste Runde ist vorüber. Lonely der erste mit der schnellsten Runde. 1:36.0. Ja. Also bitte auf Basti. Basti ist an Ronny dran. Da geht es um Position 8 und 9. Für Bennett ist es jetzt halt schon abartig. Ne? Er ist auf der letzten Position. Wir haben jetzt leider auch nur noch 14 Fahrer im Rennen. Ich werde jetzt auch mal die anderen Dinge einblenden, wie Reifen und Abstandsdelta. So. Also wir sehen jetzt hier, dass Lonely Day jetzt schon außerhalb des DRS-Fensters ist. Basti ist hinter Ronny, kann ihn jetzt, stand jetzt noch nicht angreifen. Der ist, wie gesagt, noch nicht freigeschaltet. Gehen wir nochmal auf Büttel und Torres Cofield. Die waren ja im Zweikampf. Torres, der jetzt so gut 4 Wagenlängen Abstand hat, fliegt ab! Oh, Bennett im Gras! Bennett im Gras! Aber Torres auch. Oh! Torres auch. Wer hab ich? Oh, das war ganz eng! Ganz eng! Da hat Bennett jetzt Eier in die Hose gehabt! Meine Güte! Torres ist auf Platz 14! Auch weg! Ist in Maggots abgeflogen? Oder nach Maggots in Baggots eigentlich? Ich schildere mal kurz die Szene mit Bennett und wer hebt wie was? Ganz einfach, Bennett wollte rechts sich an den Esses ein bisschen ransetzen. Der Toro Rosso macht gleich die Türe zu. Bennett musste aufs Gras ausweichen. Das hätte ich gedacht. Oh, da fliegt der nächste ab. Da Berenza. Fliegt Berenza ab. Berenza ist abgeflogen und Aminé, also Bennett, konnte ausweichen zum Glück. Ja, Bennett sagt Dankeschön und ich bin Elfter. Also für ihn läuft. Für ihn läuft's. Fährt er hier Stand jetzt gegen Büttel? Du hast es ja vorhin schon thematisiert. Ja, wir sagen, aktueller Stand nach 3 Runden. Wenn es so bleiben sollte, wäre Lonely Day, wäre Weltmeister. Und Büttel würde auch in diesem Falle auch in Serie A aufsteigen. Also, wenn Bennett jetzt noch... Oh, Hotte neben der Strecke. Wird jetzt überholt von Robbery. Und, da sind sie in den SS... Schon nah zusammen, aber es ist nichts passiert zum Glück. Ja, also zwischen Platz 4, 5, 6 ist ein schöner Dreikampf. Nochmal meinen Satz, um zu beenden. Wenn Bennett die Entscheidung nochmal vertagen möchte, muss er jetzt bei aktuellem Stand 5. werden. Hotte ist in Stowe neben Robbery, ist jetzt innen. Jawohl, hat geschafft. Also Hotte vorbei an Robbery. Gutes Manöver nach Stowe.
ist einfach besser durch diese Highspeed-Kurve durchgekommen und ist jetzt auf dem vierten Platz. Jetzt liegt es an Büttel, ob er die Pace von Laundry Day und Toxic gehen kann. Er stand jetzt Verliererzeit. Oh, Bennett verliert das Auto! Bennett musste gegenlenken! In der ersten Kurve! Oh, also, ich sehe Bennett das Rennen nicht beendet sehen. Entschuldigung. Ach, Leute! Ist er jetzt extrem abgeflogen, oder? Also er musste das Auto extrem gegenlenken. Oh, also er versucht natürlich so viel Schadensbegrenzung wie möglich zu nehmen. Zwischen Platz 7 und 8, Ronny und Nick. Schöner Zweikampf. Nick will jetzt angreifen, aber er steckt nochmal zurück. Ja, schauen wir mal. Wir kommen jetzt in die SS-Kombination. Wenn er hier gut durchkommt, kann er... Na gut, er ist ein bisschen weit weg. Nee, das wird nichts. Also Ronny, der Ferrari ist vor ihm, kann jetzt DRS schalten, aber er ist einfach noch zu weit weg. Ronny kann ebenfalls schalten, weil er ja Leo Jummy vor sich hat. Aber mir tut es ein bisschen leid für den Jan F1 Racer, der wirklich... Geh mal bitte ganz dringend zu Bennett, da gibt es auch eine spannende Dreiergruppe jetzt. Jawohl. Position 11, 12, 10, 11, 12. Ich bin drauf, also ich bin bei Bennett. Okay. Meine Stimme aber ist jetzt schon langsam weg. Ja, aber das ist genau, das ist auch vielleicht ein bisschen das Dumme, dass die soften Reifen vielleicht bei diesen Bedingungen nicht die besten sind. Ja, Bennett schon wieder leicht im Dreck gewesen. Also dieser Anfang läuft gar nicht gut für ihn. Kevin Laundry Day schon 3,2 Sekunden weg von Toxic. Also Bennett ist jetzt vor Silvergear. Er ist vor der Arena. Er wird ihn hier noch nicht angreifen. Er greift ihn an. Er geht innen vorbei. Also Bennett innen vorbei in der Arena an Silvergear. Ja. Und sein nächster Konkurrent ist Basti 2006. Richtig. Das wird eine spannende Gruppe da vorne. Wer ist denn das? Leon Jorni. Platz 6, bleibt ein bisschen zu weit rausgekommen. Nick ist auf gerade jetzt im Heck. 0,3 Sekunden. Nick wird DRS bekommen. Zuschauer, wenn ihr Fragen, Argumente, sonst was habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich check sie. Also Nick, wie gesagt, im Haas ist jetzt hinter Leo Jommy, der auch neu ist bei uns. Ich hätte das Vergnügen mit ihm letzte Woche das Rennen zu übertragen, weil du leider nicht konntest. Er ist jetzt auf einem starken Platz 6. Also wie gesagt, Laundry Day, der jetzt hier alle vorführt, hat sich schon fast 4 Sekunden abgesetzt von Toxic. Büttel kommt ehrlich gesagt auch nicht ran an Laundry Day. Aber Büttel kommt ran an Toxic. Das ist in jedem Fall... Oh, Nick dreht sich fast weg. Yeah. Oh, das wird dann nochmal eine spannende Gruppe. Ronny jetzt ganz nah an Nick. Will er wie Bennett vorbei im Club? Aber er steckt zurück. Nee, er geht das Risiko nicht ein. Da innen einzustechen ist ja auch sehr gefährlich. Stefan, wir kennen ja Ronny eigentlich sehr gut. Ronny ist ein sehr, sehr ungeduldiger Fahrer, wo man echt schwer vorbeikommen kann. Ich kenne ihn ja am besten, ich war letzte Saison sein Teamkollege. Und bei Ronny musste ich lange, lange reden, dass er endlich mal weg von diesen harten Reifen weggehen sollte und wirklich mit den schnellen Reifen fahren sollte, was jetzt endlich auch mal befolgt. Bennett jetzt an Basti dran, da geht es um Platz 9 und der Sauber ist auch noch dran hinter ihm. Bennett muss Kampflinie fahren. Oha. Es ist Silvergear, der eben im Getriebe hängt. Ja. Aber er fährt da sind Teile geflogen. Da ist ein Teil geflogen. Komm sauber. Der erste Boxenstopp von... Leo Jummy. Leo Jummy schon an der Box. Hat ja auch einen bürgerlichen Namen.
Gute Frage, ich hab's vergessen. Wir taufen jetzt einfach mal ihn als Leon. Leon auf Platz 14 Doch, erstmal raus. Leo ist ja sein Spitzname und ich glaube, Mensch. Dann sagen wir einfach Leo. Ja, genau. Genau, gut. Er hat sich die Soften Leo. Geholt und wird wahrscheinlich Supersoft fahren. Ja. Er wird jetzt der Schnellste sein auf der Strecke. Er wird jetzt undercutten. Die ganzen, die vor ihm waren, ich habe jetzt nicht die Zeit im Blick gehabt, wie weit er entfernt war von seinen Vordermännern. In jedem Fall kann er jetzt die schnellsten Runden fahren und auf diejenigen aufholen. Also eigentlich müssten diejenigen, die jetzt knapp vor ihm waren... Bennett an Basti vorbei, weil Basti einen Fehler gemacht hat in der... wie heißt die Kurve? Das war wahrscheinlich die Club Corner. Das ist die langgezogene genau, Rechtskurve, ne? Vor den S's. Ja. Genau, die Club Corner, genau. Die Cops Corner. Cops. Die Cops. Cops, genau. Entschuldigung. Und sein nächstes Opfer ist Ronny auf Platz 7. Sonst hat sich das Feld eigentlich so weit auseinandergelebt. Toxic kann Longway Day relativ gut folgen mit 3,7 Sekunden. Rückstand. Torres Garfield jetzt auch in der Box. Wird sich wahrscheinlich auch einen Softreifen holen. Also die optimale Strategie bei zwei Stops ist ja super soft. Eigentlich. Was wird das sich? Soft, okay. Gut, wir wissen es ja nicht. Wenn Regen kommt, nimmt man Softe. Das liegt jetzt ja nicht, wir wissen ja nicht, ob es hier noch anfängt zu nieseln und dann vielleicht noch Regen oder Starkregen, wissen wir nicht. Wenn es noch anfängt zu regnen, sind die soften Reifen natürlich die bessere Wahl. Aber eigentlich ist es mit dem super soften Satz jetzt zu fahren besser, finde ich. Ja, natürlich für Lonely Dale läuft natürlich alles perfekt gegenüber seinen WM-Konkurrenten. Bitte. Er fährt einen davon. So, haben wir noch irgendwo Zweikämpfe? Amine und Ronny. Gegen Ronny. Das wird ganz interessant. Er ist jetzt direkt hinter ihm. Hat jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen besseren Grip, weil er ja die supersoften Reifen dann irgendwann mal auch schlechter werden. Hat jetzt DRS, er müsste eigentlich vorbeigehen. Ja, aber Ronny macht die Türe zu ihr. Wir kennen ihn doch. Ja, er ist schwer zu überholen. Ja, er lässt. Na? Aber gut. Er ist vorbei. Er ist jetzt in der nächsten Kurve innen. Da gibt's die Hand draußen. Ronny, der bleibt stur. Sehr schön. Und er hat das Duell gegen Bennett gewonnen. Das muss man sagen. Es war für mich eine absolut faire Aktion. Ja. Bennett, ich sag das nur ungern, aber herzlich willkommen hinter Ronny. Ja, müssen wir schauen. Also die nächste Runde kommt ja schon oder ist schon angelaufen. Ronny ist jetzt hier ein bisschen besser durchgekommen. Amine Bennett kann jetzt hier DRS schalten, kann sich wieder so ein bisschen ransaugen an den Vordermann. Im Fall ist es Ronny in einem Ferrari. Jetzt müssen wir mal schauen, die Arena. Also das Überholmanöver beginnt eigentlich jetzt schon hier. Er sollte hier nicht so weit, also vor Cops, sollte ihm nicht im Getriebe hängen. Richtig, weil wenn Ronny einticken, vielleicht früher bremsen sollte. Oh, Bennett etwas leicht. Aber das ist gut so, er ist weiter weg. Ja, um jetzt hier in den SS-Kombinationen einfach besser durchzukommen und dann raus zu beschleunigen. Ja, er war aber. Jetzt ist er ran, jetzt hat er ihn bestimmt. Oder? Nein, jetzt ist er so weit weg. Zu schwierig. Nee. Also er müsste ein riskantes Manöver wagen, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Geh mal bitte ganz schnell auf Berenzbar Platz 12, der greift mir den sauber an. DRS. Ah, steckt aber auch nochmal zurück. Schade. Auch zwischen Platz 9 und 10, das ist relativ spannend. Auch nur 0,4 Sekunden. Ich gehe mal zurück auf unsere Streitrede Ronny und Bennett. Ich auch. Die Zuschauer wollen das bestimmt auch sehen. Also wie gesagt, das Überholmanöver
auf dieser Strecke beginnt eigentlich in der Arena. Man sollte nicht zu arg im Getriebe hängen. Man sollte einfach die Chapel-Kurve. Jetzt greift er an, innen. Er geht innen vorbei. Bennett. aber da bleibt Ronny, bleibt der stur? Ja, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, tut mir leid. Aber das war jetzt für mich, in dem Sinne war das ein bisschen zu hart. Also. Es doch, waren, ja. Ronny hat schon die Tür aufgelassen. Ich meine, er war da ja nicht schneller. Ich weiß nicht, warum er da jetzt keine Geschwindigkeit hatte. Gut, das DRS ist ja an der Stelle auch vorhanden. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht kann er ja auch kontern, aber er ist ziemlich weit weg. Also ich denke mal nicht, dass es klappt. Kann er schalten, DRS? Ja. Also Bennett vorbei an Ronny, der doch die soften Reifen hat. Und was hier auch nicht so schlimm ist, ist der Verkehr. Ich weiß nicht, wenn Lonely Day in die Box kommt, wahrscheinlich irgendwann mal 12 oder 13. Ich weiß nicht, was er für eine Strategie fährt, was er für ein Setup fährt. Müssen wir mal abwarten, wann er in die Box kommt. In jedem Fall fährt er jeden davon. Und Büttel kann jetzt auch nicht so viel aufholen auf Toxic, obwohl er ja jetzt nur noch 5 Sekunden Rückstand hat. Vielleicht ein bisschen mehr wie 5 Sekunden. Aber es ist schon ziemlich hoch eingetreten. Wir haben jetzt hier noch Cifra Gear und der Hebi, die noch um die Position kämpfen. Ja, und auch zwischen Platz, Platz 9, 10. Es wird auch spannend. Werhai ist in das Fenster von Basti. Und genau, schön. Basti wehrt sich. Aber wer kann jetzt die Innenbahn nehmen? Kann besser beschleunigen? Ist im Getriebe dran? Kops? Müssen beide leicht vom Gas gehen? Fahren beide die identische Linie? Das war auf jeden Fall eine Verwarnung für beide. Aber Basti, richtige Probleme? Und da ist der Flügel ab. Flügelschaden. Sicher? Ja. Da war ein Teil gefunden. Und Büttel in der Box. Büttel in der Box. Er versucht den Undercut gegen Laundry Day. Na, gegen Toxic. Laundry ist weit weg. Er versucht ihn gegen Toxic. Es waren 8 Sekunden, Stefan. Ja. Und er macht genau das. Er nimmt rot. Er nimmt die roten Reifen. Also bei mir hat er rot. Ja, bei mir war es erstmal gelbe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er auch frei fahren kann. Wie gesagt, das ist ja auch ein Thema. Hier. Ja, er wird schon in den Verkehr kommen. Wahrscheinlich am Anfang nicht so arg, aber er hat auf jeden Fall Leute vor sich. Er hat 3 Autos vor sich. Und die sind im Zweikampf, im Dreikampf. Die sind im Dreikampf, Rocky. Ja. Und da wird er nicht Boden gut machen können. Beretz war gegen Ossefrenger. Da ist nicht viel Platz mehr. Hier geht's heiß zu in dem Fall. Also die 3 Kandidaten sind Verhebi, Sifragir und Berenza, die sich hier um die 8. Position betteln. Und ein Büttel dahinter, der frische Supersoft hat, der eigentlich seine Pace nutzen muss, der eigentlich undercutten muss, ist jetzt hier im Verkehr. Also der Boxenstopp musste kommen, aber für ihn... Toxic auch in der Box. Toxic auch in der Box. Er wird jetzt vielleicht das Glück haben, dass er vor diesen Streit hin rauskommt. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, bei Sefrenger ist der Flügel ab. Da war auch ein Flügelschaden. Gut, vielleicht löst sich das Problem auch in Luft auf für Büttel, wenn die sich da vorne zerstören. Jetzt müssen wir mal gucken auf Toxic. Toxic war wie gesagt vor Büttel. Hat er Tour auch in der Box. Büttel greift natürlich an. Jetzt muss aber der Sefrenger definitiv in der Box. Ach nee! Was? Ach, das ist ein Skandal! Ein Skandal! Aber ganz ehrlich, Stefan, bitte nochmal in der Box. Und damit können wir Laundry Day is the World Champion sagen. Ganz ehrlich. Was ist denn passiert? Also, ich habe das gar nicht gesehen. Hast du es nicht gesehen? Nein. Es ist ein Skandal. Und wenn ich bitte wäre, ich würde auf diesen Beschwerde-Button aber 4-mal drücken. Aber sowas von. Ganz einfach. Sir Fregger, also der Sauber,
der hat ja Flügelschaden gehabt. So, kommt weit raus. Eine vorletzte Kurve. Berenzma knallt genau in den zur Frägerin, weil er auch in der Box will. Bitte rechts. Und damit eine Kettenreaktion. Und somit ist der Flügel vom Büttel ab und musste auch in der Box. Und damit ist das Rennen erledigt. Aber wenn man einen Flügelschaden hat, warum fährt man nicht gleich rechts vor, zum Signal an der Box? Habe ich null Verständnis dafür. Aber auch null. Es ist schon blöd, weil im Endeffekt ist jetzt das Rennen, was die erste Position angeht, ja eigentlich sowieso schon vorbei, weil es waren ja schon ein extremer Abstand, Toxic. Müssen wir jetzt mal gucken, ob er die schnellste Runde fahren kann, aber war ja auch, wie viele Sekunden, es waren 5 Sekunden, wo er weg war, Lonely Day oder mehr, ich weiß es jetzt nicht mal so ganz genau. Wir können ja jetzt mal schauen, was die Delta-Zeit sagt. Im Boxenstopp Delta war 30 Sekunden bis 32 Sekunden. Also er ist 34 Sekunden hinter Lonely Day. So, und jetzt, müssen wir mal weiter rumspinnen, Stefan. Büttel hat jetzt insgesamt über eine Minute verloren. Insgesamt über eine Minute Boxenstoppzeit. Es könnte eigentlich nur noch ein Safety Car für ihn was bringen, aber richtig, das richtig. Ist weit entfernt. Und jetzt ist die WM-Situation aber mal 180 Grad getreten. Lonely Day ist quasi zu 100% durch, wenn er das Rennen beendet. Bennett ist jetzt der Dritter, holt jetzt 15 Punkte. Das heißt, er würde in Russland auf einmal einen Punkt, oder? Müsst ihr jetzt mal kurz, ich müsste mal kurz die Tabelle anschauen. Er ist wirklich in Russland einen Punkt an Büttel dran. Und damit ist die Entscheidung, wer den direkten sportlichen Serie A-Aufstieg hat, in Russland vertagt worden. Ja, wir müssen jetzt noch mal gucken. Also wie gesagt, Büttel ist jetzt wie gesagt schon sehr abgeschlagen. Auf den 10. Platz sind es 8 Sekunden. Und Toxic fährt die schnellste Runde. Ist eine Sekunde schneller, stand jetzt wie Lonely Day. Ja. Tut ihn jetzt somit undercutten. Ist jetzt eigentlich schon vor ihm, wenn Lonely Day in die Box kommen würde, aber wahrscheinlich fährt er nur einen Stopp, unser Kevin. Weil er ist jetzt schon sehr lange draußen, hat auch nochmal die schnellste Runde gefahren mit den Supersoften vor zwei Runden, also es war eine 32,9 irgendwas. Also die Reifen sind noch gut im Schuss bei ihm. Bitte, wobei an der Hebel. Bitte ist jetzt auf Platz 11 in der Zwischenzeit. Ist an Wer Hebi vorbeigezogen. Nächster Gegner sind 8 Sekunden Basten. Und Toxic ist dran jetzt an Bennett. Toxic ist dran an Bennett. Frische Reifen gegen alte Reifen. Er sollte jetzt hier, bei Chappell sollte er mehr besser rausbeschleunigen. Ja, das ist genau das, was er macht. Kommt gut über die Curbs, den schnupft er ohne Probleme. Links vorbei, als ob Bennett sagen würde, zieh vorbei, ohne Probleme vorbei, ja. Ah. Nick in der Box. Box. Für ihn läuft es auch super. Ja, absolut. Sowas ärgert mich. Ja, Büttel war... Also du hast es ja schon geschildert, was passiert ist. Wahrscheinlich wird es eine Beschwerde geben. Wir müssen es mal abwarten. Involviert waren Büttel und wer nochmal? Sir Fräger und Berenzma. Also Nick kommt jetzt hier raus, nimmt sich die Soften, wird wahrscheinlich auch vielleicht durchfahren. Müssen wir mal abwarten. Es sind, wie gesagt, dann auch 36 Runden, die er zu fahren hat mit den Reifen. Ist es möglich? Rechnen wir jetzt mal kurz durch. Wenn angenommen jetzt Bennett in der Box fahren würde, deswegen, Bennett hat einen Rückstand von 32 Sekunden auf Lonely Day. Bitte hat einen Rückstand von 1,20.
bedeutet, bitte, Amini würde auf Platz 8 rauskommen vor Torres Corfield. Aber Bennett hat jetzt wieder einen leichten Fehler wieder in der Assist gemacht. Ronny hat Torres überholt gerade. Jo. Habe ich gar nicht gesehen. Oder ich habe jetzt gerade erst hingeschaltet, aber Torres vorbei, oder besser gesagt, überholt worden von Ronny. Jetzt schauen wir mal, ob er da vielleicht wieder angreifen kann, den Ronny. Aber wir wissen ja, er ist immer mit sehr wenig Flügel unterwegs. Wird jetzt hier langsam sein. Toxic wieder mit der schnellsten Runde. Greift der Ronny an? Ja, Ronny ist schnell der gerade. Er kommt nicht mal mit DRS an ihn ran. Das kann eine lange Pause beim Ferrari bedeuten. Voraussichtlich schon, ja. Ja, man sieht hier, dass er da weniger Abtrieb fährt. Er kommt durch die SS-Kombination, durch die Schikane einfach nicht so gut durch, weil das Auto dann untersteuert. Aber er bleibt vorne und das ist dann halt das, was im Endeffekt Torres nicht freut. Vielleicht kann er jetzt nochmal sich rantasten. Also wie gesagt, das Beste, was eigentlich Torres jetzt machen muss, ist nach Kops nicht so weit hinter ihm zu sein. Er kann in den SS besser fahren, weil er einfach mehr Abtrieb hat. Und er sollte 3 Wagenlängen nach Maggots hinter ihm sein, dass er nach Chapel voll rausschießen kann und auf der DRS geraden dann mit dem besten Überschuss, den er ja nach Chapel hat, einfach an ihm vorbeigeht. Jetzt ist er weiter weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, Kops, er ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg. Na, jetzt kommt das hier schon ran. Da sieht man, dass Ronny vorne wenig Abtrieb erzeugt bei seinem Ferrari. Ja, hier kommt er, siehst du, hier kommt er dann besser ran. Aber er war dann zu weit weg. Also wie gesagt, 3 Wagenlängen ist meines Erachtens nach die optimale Angriffsposition nach Chapel. Zwischen Platz 12 und 13 Berenzma an Verhevi. Sag immer fast Wehrleinen. Also Verhevi und Berenzer hast du gesagt, ne? Ja, ja, genau. Der fährt jetzt schon wieder in die Box. Der geht jetzt wieder in der Box. Ich denke mal, der wird bald das Rennen. Er hat sich sogar eine Rasen in der Boxengasse eingefangen mit 5 Sekunden. Ja, also es ist schon ein ziemlich zerstreutes Feld. Wir haben einen dominierenden Lonely Day da vorne, der nur einen Stopp fahren wird, so wie es aussieht. Dann haben wir einen Toxic, der nochmal in die Box muss, weil er den Pflichtreifen erfüllen muss. Dann haben wir Bennett, der auch nur einmal stoppen wird. Und Hotte kann vielleicht noch gegen Bennett fahren. Ich weiß nicht, war Hotte schon in der Box? Ja, ne? Ja, Hotte war schon in der Box. Hotte war schon in der Box. Die einzigen, die noch nicht in der Box waren, waren die Force Indias. Ja. So, die Frage ist jetzt für mich nur noch klipp und klar. Kommt Toxic gegen Bennett? Kommt Bennett noch an Toxic vorbei? Ich glaube mal nicht. Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage ist noch, wie viele Punkte kann bitte noch einfahren? Nick ist auch wieder in der Box, das wundert mich. Softreifen. Er war doch so gut, was ist denn da los? Ja, ja. Da ist dein Flügel kaputt gefahren. Ach Mensch, er war doch auf Podiumskurs. Schade. Ja, ja. Robert Reed kann sich auch langsam an Leo wieder vorarbeiten. Mhm. Hat auch eine Stop and Go, oder besser gesagt eine 5-Sekunden-Strafe absitzen müssen heute. Gehen wir mal auf Leo, Jeremy und Robert Reed, da war es ja auch ein Zweikampf. So, jetzt haben wir hier, das ist der perfekte Abstand. Das sind genau 3 Wagenlängen. Oh, ja, Jordan. Ja.
Hier wieder überholen. Er schafft es. Ist ein bisschen. Ist an Leo vorbei. Ja, habe ich gerade gesehen, haben wir drauf. Und jetzt Torres Goffin wieder mal gegen Ronny. Jetzt hat er die Chance. Jetzt hat er das so. Ist der perfekte Abstand. Links, rechts, jetzt muss er die Eier in die Hose haben. Aber da kommt nicht. Megot war nicht gut. Er ist einfach durch die erste S-Kombination, also die Kurve nicht, also durch die erste Kurve nicht gut durchgekommen. Ronny hat jetzt sich jetzt auch eingeschossen mit seinem wenig Flügel bei der Kurve. Bei der Ausgang der SS-Passage. Also wir wissen ja, dass man sich ja an Ronny die Zähne ausbeißen kann und Torres kriegt es jetzt auch zu spüren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Schade, dass Toxic, also Toxic kann jetzt wiederum immer wieder Zeit aufholen. Kommt immer weiter ran an Kevin, aber wenn er nur einen Stopp fährt, ist das ja hinfällig, weil Toxic muss ja ebenfalls nochmal stoppen. Jetzt ist die Frage, wo kommt Lon wieder raus? Also er wird vor seinem Teamkollegen rauskommen, also er kann dann auch den frischen Satz Reifen auch gleich nutzen. Also es läuft alles für Kevin. Lon Day. Da muss ich dir leider vielleicht noch ein bisschen widersprechen. Ne? Das könnte zwischen Kevin und Otto Tour noch etwas ganz, ganz knapp werden. Wir haben ja gesagt, 37 Sekunden ist das Boxenstopp-Delta. Das sind 38 Sekunden. Also, lass ihn dann lieber noch ein, zwei Sekunden fahren und dann ist das safe. Also ich dachte immer, das wäre ein bisschen weniger. Also ich dachte immer, es wären so 34 Sekunden. Also ich hatte 37 gehabt. Schade ist, wir haben ein paar Bemerkungen, Patrick, kannst du die mal checken? Ich meine, wir haben jetzt hier leider sehr viel, also so spannend ist es jetzt nicht mehr. Also wir haben jetzt hier Torres und Ronny in dem Zweikampf. Es gab nur eine von Jan eben. Jan, schade, dass du leider ausgeschieden bist, muss man ganz ehrlich sagen. Ob wir mal ein bisschen mehr die Übertragungscam nutzen können? Ja, natürlich kann man das machen. Das ist doch kein Thema. Wenn ihr noch immer noch Fragen habt, Argumente, Tipps für uns, Kritiker natürlich auch, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, schreibt sie in die Kommentare. Ich lese alles vor. Und jetzt Kevin in der Box. Kevin in der Box. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert der Boxenstopp? Also Toxic wird auf jeden Fall erstmal die Führung übernehmen. Ja. Die Frage ist nur, natürlich, er geht die Softreifen und er fährt damit auch durch. Ja. So, wo kommt er raus? Es wird zwischen Hot und Tour, wird das, ich sage, das wird ganz eng. Bennett? Ah nee, das wird ja gar nicht eng, Entschuldigung. Naja, das sind nur 32 Sekunden. Es sind also zwischen 30 und 32 Sekunden waren es eigentlich nur. Also dann müssten die bei Williams bei mir aber ganz schön gepennt haben im Rennen. Also, ey, ganz ehrlich, da müssen wir noch mal ein bisschen trainieren, ey, ganz ehrlich. Also wie gesagt, Laundry Day ist jetzt Zweiter, kann frei fahren. Hat eigentlich so gut wie keinen Stress, weil Toxic nochmal in die Box muss, die sich die Soften holen. Jetzt ist es vielleicht nochmal eine Sache, wenn Toxic jetzt nicht langsamer fährt als Laundry Day, kann er, also stell dir mal vor, er ist sogar schneller, dann hat er dann mit den soften Reifen am Ende des Rennens vielleicht nochmal die Chance, an Kevin ranzufahren, weil es wie gesagt frische Softe sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann Laundry Day auf Toxic aufholen? Wahrscheinlich schon. Ja, aber wird die Zeit leider nicht einholen. Leider nicht. Der spannendste Zweikampf ist immer noch, also Torres Garfield gegen Ronny. Ja. Vero schreibt und ich bitte weniger Boxstops.
Ja, Vero, aber die Box ist doch 10, ist doch Formel 1 dazu. Was hat er geschrieben? Eigentlich. Er will keine Boxenstopps sehen oder was? Ja, er will keine Boxenstopps sehen. Vero, halt die Klappe. Nee, nee, ich verstehe das nicht, warum er das sagt. Aber wie gesagt, Laundry Day kann jetzt aufholen auf Toxic, das was ja eigentlich auch klar ist, frische, softe Reifen. Mal gucken, wie schnell das auch geht. Aber eigentlich ist, ja, Laundry Day jetzt besser unterwegs. Im Endeffekt fährt jetzt Amine noch gegen Toxic. Aber wie gesagt, Amine muss ja auch nochmal in die Box. Und von daher ist es auch hinfällig. Er ist ja 15 Sekunden weg von Toxic und deswegen wird es da auch keinen Zweikampf mehr geben. Hotte ist jetzt dran an Bennett. Ja, müssen wir mal schauen. Hotte hat jetzt den Verstand, den Verstand, den Abstand so verkürzen können, dass er jetzt im DS-Fenster ist und mal gucken, ob er angreifen kann. Er hat wie gesagt bessere Reifen, weil es sind die super soften und mal gucken, was da jetzt passiert. Wir gehen jetzt auch nochmal in die Onboard, um zu schauen, wie er sich ransaugen kann. Wir gehen gleich wieder in die TV-Kamera, aber Jan F1 Racer wollte es ja unbedingt haben. Aber einfach nur, um zu schauen, wie kann er sich an Amine rantasten oder wie schnell kommt er an ihn ran. Hier in Stowe ist es auch wieder so der Fall, dass er näher rankommt. Also er macht Meter um Meter. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Noch bei unserem besten Freund Ronny und Thomas Schofield und seit gefühlten 10.000 Runden ist Thomas Schofield immer noch hinter Ronny. Also bleib du bei Torres, ich bin bei Hotte und Bennett, der jetzt hier DS schalten kann, also er ist im Fenster und da schauen wir mal. Können wir ja wieder in die Außenkamera gehen. Wir haben gesehen, dass er sich rantastet, dass er Meter um Meter gemacht hat. Und jetzt kommt wieder, wie gesagt, diese Arena, wo sie jetzt auch gut durchkommen, Cops. Und dann, wie gesagt, diese drei Wagenlängen Rückstand einfach einhalten, dass man dann schön in den Ausgang Esses Chapel rausbeschleunigt. Das kommt aber bei Cops ein bisschen weit raus. Das ist auch nicht schlimm. Das hilft ihm vielleicht sogar, weil er da nicht so nah dran ist. Gehen wir nochmal onboard. Ja, er ist schon weit weg. Da vorne ist noch ein Überrundeter, wenn ich das sehe. Das ist wahrscheinlich Verhebi. Oder Nick. Das ist Verhebi. Der auch schön Platz macht, kein Problem. Gut. So, Thomas Schofield ist wieder in einer guten Position gegenüber Ronny. So, okay. Esses. Links. Rechts. Gut genommen. Und jetzt den Schwung. Und jetzt kann er ihn, wenn er endlich mal rankommt. Jetzt DS. Er ist zu weit aber weg. Er schafft es. Er ist zu weit weg, Rocky. Er ist zu weit weg. Ein Angriff wäre lebensmüde. Oder zumindest ein Crash-Potenzial sehr hoch. Ich hole gleich mir eine kleine Fanta ohne Eis, wenn er das nicht vorbeischaffen sollte. Ach du liebe Güte. Schau dir mal bitte das Benzinmanagement von Toxic und von Laundry Day an. Wer hat mehr Benzin? Das würde mich auch mal interessieren. Ich denke mal, Kevin hat viel gespart. Er wird bestimmt im Plus sein, eins irgendwas oder vielleicht sogar noch mehr. Du kannst das ja einblenden. Ja, ich habe es gemacht. Und ich sage nur so viel Zuschauern. Toxic hat etwas mehr. Ich sag nur die Benzinmischung. Kevin hat plus 0,6. Okay. Und Toxic kann etwas mehr auf Fett schalten. Also wie gesagt, Zweikampf, Ronny, Thomas Schofield geht in die zweite, oder besser gesagt in die gefühlt schon 10. Runde. Jetzt hat er den guten Abstand eingehalten. Ja. Jetzt mal auf Bennett und Hotte und Tour, weil da ist auch richtig spannend, weil der hängt den im Getriebe. Nee, also Ronny
Zu überholen ist für Torres im Moment nicht möglich. Wie sieht es bei Bennett und Hotte aus? Das sind 0,2 Sekunden. Hat okay. DRS. Bennett fährt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Oh, 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 was macht er denn? Der Vertritt. Oh, oh nein. Was macht denn der für ein Bullshit? Aber Bullshit, und da sagt Bennett Dankeschön. Er hat sich, er hat das Auto verloren, weil es einfach unkontrollierbar war. Und aber Robberie ist jetzt ehrlich, vorbei. Ja. Ganz, ganz ehrlich, Stefan, das ist doch eigentlich die oberste Schulkunde. Man soll nicht links oder rechts fahren und dann noch, wenn das DRS offen wird, dann wird das Auto unstabil. Ja, ja, unstabil. Und Toxic geht in die Box. Toxic in die Box. Das haben wir für Vero wieder eine schöne Boxengasteneinstellung. Natürlich. Er hat eine Stop and Go. Ach du Lieb. Oh nein. Und damit ist die Frage. Ich würde den Bennett noch nicht aus dem Spiel rausnehmen. Platz 2. Ja, aber er muss ja nochmal in die Box kommen. Ja. Hat dann super soft natürlich. Super soft. Ja, aber ich denke mal, dass jetzt Toxic auch sich den Vorsprung so rausfahren wird, den er jetzt leider ein bisschen eingebüßt hat durch die 5 Sekunden Stop and Go in der Box. Aber Toxic ist jetzt auch hinter Robberie. Da könnte vielleicht jetzt ihn aufhalten. Das ist jetzt auch so eine Sache. Ne? Also Robberie ist Dritter. Ja. Die 5 Sekunden haben sich jetzt natürlich fatal ausgewirkt. Er ist nicht mehr Dritter, wo es eigentlich sein müsste nach dem Stopp. Ja, Otto Tour, auch jetzt natürlich nach Box gewissen. Bitte, den wir jetzt mal komplett vergessen haben. Neunter aktuell. 5 Sekunden hinter Basti. Wo ist Hector Gelb? Wer rennt mal, fliegt mal wieder ab vor der alten Stadt Zielgeraden. Also wie gesagt, Toxic fährt jetzt gegen Robberie, der auch nochmal in die Box muss, wie gesagt, seine soften Reifen holen. Der Boxenstopp müsste bei ihm auch eigentlich in den nächsten Runden kommen, wenn nicht sogar schon diese Runde. Schauen wir mal, ob er jetzt reinfährt. Ich meine, es macht für ihn auch keinen Sinn, jetzt hier Toxic aufzuhalten. Er sollte auch wechseln, dass er schneller Runden fahren kann. Er bleibt draußen. Also Robberie bleibt draußen. Der Ronny, das ist. Sag mal, der war doch aber auch schon in der Box, oder? Der Ronny. Ronny war in der Box, ja. Ja, der war schon in der Box. Es wär ja grandios, wenn er 28 Runden mit Supersoft Reifen fahren würde. Aber es ist ja jetzt auch. Ja? Bei Ronny ist alles möglich. Bei Ronny ist alles möglich. Ronny ist alles möglich, stimmt, ja. Aber das nicht. Jetzt haben wir hier, Rocky, jetzt haben wir hier einen Zweikampf zwischen Toxic und Robberie. Wenn Robberie hier Toxic aufhält, hat Bennett vielleicht sogar nochmal die Chance, am Ende des Rennens mit den Supersoften Toxic anzugreifen. Schauen wir mal. Wo ist denn eigentlich Leo Jommy? Leo Jommy ist Fünfter. Der fährt auch durch. Mit den Soften? Ich weiß gar nicht, wann er die geholt hat. Cifra Gear in der Box. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, Toxic 4, viel besser in den SS1 Robberie. Da wollte er zu viel. Und das spielt alles Bennett in die Karten. Aber sowas von. Ja, jetzt müssen wir mal die nächste Delta-Zeit abwarten. Das sind bestimmt schon 14 Sekunden. Also Amine ist jetzt hier. Ja, 13 Sekunden. Geh mal bitte ganz schnell auf Bitte. Bitte gegen Basti. Da müssen wir auch drauf gehen. Es geht um Platz 8. Bitte hat DRS gegen Basti. Basti wehrt sich nicht. Oh, und doch, er fährt ihn drauf. Bitte. Doch, doch. Bitte. Basti ist draufgefahren und fährt in die Box, weil er sich seinen Flügel demoliert hat.
Jetzt hoffen wir mal, dass bei Büttel der Heckflügel, oder zumindest, also diese Heckschaden gibt es ja auch, wenn man drauf. Hast du das auch mal gehabt, wenn du jemanden drauf fährt, dass du einen Heckschaden hast? Das ist ja auch eine Einblendung, die dann zu sehen ist. Hast du das schon mal gehabt? Nee, nee, also ich meine ja, dass Basti Büttel draufgefahren ist nach dem Überholmanöver nach Stowe. Also Büttel ging vorbei, dann kam die Schikane, Vorstart und Ziel, die letzten Kurvenkombinationen, und da ist Basti Büttel draufgefahren und dann direkt in die Box, oder zumindest davor, dass er noch in die Box einbiegen konnte. Ja, aber genau das Gleiche war, was Ähnliches ist mit Büttel passiert eben. Das war eben, verstehst du, die sind da zu weit rausgekommen und da wollten eben zur Fröger und Berenzma in die Box und dann haben sie die Bütte einfach reingezogen. Also, Patrick, Toxic und Robberie. Wie gesagt, Toxic hat die besseren Reifen, es läuft für Bennett. Aber Bennett hat, glaube ich, auch einen kleinen Fehler gehabt, weil Leo Jomi ist nochmal in die Box gefahren. Warum das denn? Er hat doch die soften Reifen gehabt. Warum geht er denn rein? Hat das zu viel Verschleiß? Zwei Stop? Ach so, stimmt ja. Stimmt ja, er war ja ziemlich zeitig an der Box und er holt sich jetzt nochmal seinen letzten Satz Softe. Stimmt, er war sehr zeitig an der Box. Ja. Er hat wahrscheinlich sehr... Ja, ich erinnere mich. Er hat mir in der Übertragung letztes Mal gesagt, dass er die Reifen extrem rasiert und eine Soft-Soft-Strategie wird wahrscheinlich nur für ihn hier in Frage kommen. Also er hat zu mir gesagt, er fordert die Reifen sehr und muss immer härtere Mischungen fahren, und das macht er hier auch. Also er war ja ziemlich zeitig in der Box, haben wir ja gesehen, er war der Erste. Soft, soft ist seine Strategie und so wird er jetzt auch so durchfahren. Gehen wir mal wieder zu Toxic, der ja gegen Robberie fährt, der immer noch nicht an der Box geht, der ja nochmal kommen muss. Ist Robberie auf Soft gestartet oder auf Super Soft? Warte, da kann ich kurz münchen. Robberie auf Super Soft, also der muss definitiv noch mal in der Box. Ja. Robberie muss noch mal in der Box. Aber ich lunsche lieber hinten, der bleiben fällt Ronnie Tox, Torres Goffin und Büttel kommt auch langsam immer näher ran. So, und Torres Goffin ist immer wieder. Oh, Bennett in der Box! Bennett in der Box! Er wird sich jetzt die Super Soft machen. Robberie auch in der Box! Ja. Und das ist auch gut für Toxic, weil er hat jetzt keinen mehr vor sich und das heißt, dass er vogelfrei ist. Also er kann jetzt vorne Gas geben und sich gegen Bennett verteidigen. Wir müssen jetzt mal gucken. Und Torres Goffin macht jetzt drei Sprünge nach oben. Ronny ist in der Box. Ronny in der Box, okay. So, und wo kommt Büttel raus? Kommt Büttel vor Bennett oder hinter Bennett raus? Oh, das wird ganz eng! Ganz eng! Büttel ist mit der mehr Geschwindigkeit! Ah! Oh, liebe Zeit! Also hat er sich der Herr Büttel aber schon sehr gut rangekämpft an die da vorne, mein lieber Mann, wenn man mal überlegt, dass er zweimal in der Box war. Alter Schwede! So, und jetzt ist die Frage: Muss Büttel nochmal in die Box? Wahrscheinlich nicht. Also, er hat die soften Reifen geholt zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich die Renndistanz überstehen können. Also wenn er die Reifen rasiert, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn er die Reifen einigermaßen gut behandelt, könnte er eigentlich durchfahren. Bennett ist jetzt hinter Torres Goffield. Oh ja, jetzt kriegen wir Action. Alter. So, und jetzt machen wir mal noch mal kurz eine WM-Aktuellstand. Wenn das jetzt so bleiben sollte, dann ist die Aufstieg um Serie A zwischen Bennett und Büttel natürlich vertagt worden, weil Bennett holt nur 2 Punkte auf und dann haben wir alles möglich. Also Bennett geht jetzt vorbei an Torres Goffin. Ja, das glaube ich noch nicht. Torres Goffin. Oh! Eieieiei. Da kracht, ne? Wollte... Oh! Diese blöde Übertragungskamera, warum machen die jetzt die Nasenkamera da ein? Mein Gott, ey. Ja. Büttel hat den Braten gerochen, der will doch nicht. Ja. Er will doch nicht hier vorbei. Leute, Büttel! Oh, du bist doch verrückt, ey! Alter Schwede.
Ich hab das nicht drauf, weil diese blöde Kameraschwenkung immer, Mensch. Oh, Leute, Leute, Leute. Da musste man lieber immer eher Onboard machen. Also, Bennett hat jetzt die Supersoften. Frische ist jetzt 14 Sekunden, nee, warte mal, halte mal, ich bin gegangen. 16 Sekunden hinter Toxic. Er müsste jetzt in den nächsten 20 Runden 16 Sekunden aufholen. Dann gibt es ja auch noch die Strafen, die eine Rolle spielen. Also wir haben jetzt hier... Nicht einblenden. Wir haben jetzt hier einen Zweikampf. Dreikampf. Vielleicht, wenn Büttel Torres noch abschüttelt und Bennett folgt, um die zweite Position. Aber ich denke mal, dass Bennett... Es sind auf 16 Sekunden, also er müsste auch jede Runde 7, 8 Zehntel abknappern. Und das ist, denke ich mal, schwer. Aber die Möglichkeit besteht. Er hat jetzt die Supersoften und die sind ja auch wahnsinnig schnell. Also er wird garantiert eine Sekunde schneller sein. Wir müssen mal gucken, wie das sich entwickelt mit den Zeiten. Bennett kommt jetzt auch zum ersten Mal über die Linie mit den schnellen, neuen Supersoften Reifen. Gut, er hat... ist das jetzt schon die erste schnelle Runde von ihm oder ist das noch immer die Boxenstopprunde? Das müsste die erste schnelle Runde sein. Jan fragte nochmal im Chat, ob das Rennen direkt danach auf Twitch anschaubar ist. Ja, es ist direkt danach anschaubar. Natürlich. Wenn du nochmal Bock hast, schau es dir nochmal an. Und morgen wird unser lieber Diego das auf YouTube noch hochladen oder Yogi, unser Ligaleiter. In jedem Fall kann man sich das dann morgen auch auf YouTube anschauen. Irgendwann zur Mittagszeit. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, auf YouTube es anzuschauen. Aber wie gesagt, was du gerade gemeint hast, auf Twitch natürlich auch. Die ganze Übertragung, die eigentlich auch schon ewig geht, weil wir ja zweimal neu starten mussten. Aber so ist das halt mal. Nun mal. Also wir sehen, dass Bennett jetzt nicht so wirklich aufholt auf Toxic. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie die nächste Runde ist. Büttel kann jetzt auch Bennett folgen. Bennett kann sich aber ein bisschen absetzen. Wie gesagt, die Strafen spielen ja auch noch eine Rolle. Bennett war im hinteren Teil der Strecke am Start. Hat wahrscheinlich die eine oder andere Strafe. Du willst ja nicht, dass wir sie einsehen. Also machen wir das auch nicht. Nein! Und ja. Mal kurz ein paar Worte zu Bennett. Toxic hat gerade übrigens die schnellste Runde gefahren zu dem Thema, ob er denn schnell kann oder nicht. Mein kurzer Satz zu Bennett war, also ich glaube, dieser dritte Platz, wenn er ihn am Ende holen sollte, ist, glaube ich, für ihn ein richtiger Befreiungsschlag nach diesem Nackenschlag in Malaysia, Mexiko, wo er nicht rauskam, in China unglücklich Vierter geworden. Glaube ich, dass ein Podestplatz deutlich gut werden wird und dass er auch vor seinen ärgsten Konkurrenten Büttel landet. Natürlich sein oberstes Ziel natürlich gewesen. Aber ich glaube, er wünscht sich, glaube ich, noch ein paar Punkte mehr. Aber ob er jetzt noch an Toxic rankommen könnte, glaube ich nicht mehr. Boah. Also ich sehe da wenig Chancen, weil sie sind gleich schnell. Ja. Wir haben jetzt hier noch einen Zweikampf, Robbery und Hotte, die sich und Leo Jommy. Also Leo Jommy, Robbery und Hotte, die sich jetzt hier noch, also Leo Jommy wird jetzt auch noch rankommen mit seinen frischen, soften wahrscheinlich. Und dann haben wir noch einen Dreikampf. Torres ist ja auch noch involviert, dann ist es ein Vierkampf um die fünfte Position. Genau. Also wir haben jetzt hier auch noch Action. Gehen wir mal auf Hotte. Jetzt will Robbery vorbei an Hotte, aber schauen wir mal, hier sind alle ziemlich weit zusammen. Ja, der Abstand. Ja, natürlich, die kämpfen natürlich noch um ihre Punkte natürlich. Aber Hotte kann auch flachstellen da vorne, also es ist abartig. Aber Torres Kofit hat natürlich wahrscheinlich sehr, sehr alte Reifen. Guck mal, wie einfach der vorbeikommt an dem. Diese blöde Inboard. Obwohl es Übertragung ist. Also, Hotte vorbei, Quatsch, Hotte vorbei an Robbery. Ich denke mal, dass Torres hat den Platz verloren. Warum das? Was ist denn da schon wieder passiert? Na, weil da eine Box war. Schon wieder? Ja. Nee, der war erst einmal eine Box. Echt? Okay. Ja, jetzt holt er sich die Super Soften und damit fährt er durch. Also dann ist das auch erledigt.
Dann haben wir nur noch einen Zweikampf Robbery gegen Hotte. Und der ist ja gut vorbeigekommen. Also ich denke mal, dass, also wenn Robbery Hotte folgen kann, wie gesagt, jetzt die alte Stadtzielgerade, Cops, und dann schauen wir mal, wie Hotte und wie Robbery durch die Assets kommen. Wir haben jetzt hier die Onboard, ist immer schön zu sehen. Ja, Cops kriegt er besser, viel mehr Speed. Das ist der richtige Abstand, genau so muss es sein. Maggots, Maggots. Und Cheppe und oh, innen in Cheppe. So aber Hotte hat... Aber da verlierst du doch den ganzen Speed. Ja, aber er musste innen bleiben, weil Hotte hat die letzte Kurve der SS-Kombination nicht gut bekommen. Geh mal bitte ganz schnell auf Basti und Torres Goofy, da geht's um den letzten Punkt. Torres Goofy natürlich mit den frischen Super Soft, Basti natürlich mit den Soft-Reifen. Jetzt kommt natürlich viel besser raus. DHS, also wenn er jetzt nicht vorbeikommt, dann weiß ich auch nicht. Ist gefährlich. Außen. Er sollte, wenn er hier überholt, innen sein. Ja, ja, nee. Also ganz ehrlich, das von Torres Goff, Nick in der Box. Stefan, da kannst du gerne mir widersprechen. Ja, aber er ist jetzt hier so weit draußen. Also es geht hier drunter und drüber. Weil das war, wenn er da vorne blieben wäre, wäre das definitiv eine Strafe wert gewesen. Weil das war zu weit draußen. Hat er sich den Schwung rausgeholt, mit besserem Speed. Aber Toxic ist ja schön. Ich verwechsel immer Toxic mit Torres Cofield, weil sie die gleichen Autos haben. Also Torres ist jetzt wieder dran in der Arena. Wird wahrscheinlich wieder versuchen, vorbeizugehen an Basti. Aber er ist zu nah dran. Er sollte hier ein bisschen Abstand nehmen. So, Frager hat die Session abgegeben. In der Boxengasse hat er gesagt, okay, ich stelle das Auto ab. Vernünftig auch. Da wenn man statt wieder das Auto macht. Jetzt macht das perfekt. Jetzt muss er vorbeigehen. Ist innen. Aber er fährt, aber Basti hat gute Flügel. Also er kommt nicht so. Ja, ja. Aber er ist innen, hat die bessere Linie und eigentlich auch den Anspruch auf die Kurve und ist vorbei. Gut. Also Torres vorbei an Basti, hat jetzt wieder einen Punkt mehr gewonnen, weil für den 9. berühmt man mehr 2. Und jetzt ist die Frage, ob Torres noch auf Ronny, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg. Die Zeit wird ja nicht mal eingeblendet. Da gibt es ja noch eine andere Zeit, die man einblenden kann. Telemetrie, Abstand, Intervall. Die Gesamtzeit. Ja. Also Torres hat jetzt noch 11 Sekunden Rückstand auf Ronny. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Wir haben Geld in Sektor 1. Wieso hat denn Bennett 28 Sekunden Rückstand auf Toxic? Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Das waren nach vor uns nur 16 Sekunden. Ich kann nicht rechnen. Das waren 26. Ich weiß nicht. Also einen Fehler hat er garantiert nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, dass es 16 Sekunden war nach dem Boxenstopp von Toxic. Und jetzt sind es 28. Ich verstehe es nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich mich auch verrechnet. Also kann ja auch sein. Ja, das Problem, das wollte ich auch vorhin sagen. Wittel hat die Gefahr erkannt, nicht nochmal einen Boxenstopp einlegen. Weil, wenn er jetzt reingehen sollte, wäre er mal glatt hinter die ganze Kolonne Hot on Tour, Robbery, Leo, Ronny, vielleicht noch Torres Goffield, der jetzt auch schon überrundet ist von einem Laundry Day. Ja, also Zweikämpfe hätten wir jetzt vielleicht noch zwischen Basti und Torres Goffield, aber Torres tut sich jetzt absetzen. Nach dem Überholmanöver ist er vorbeigegangen, natürlich, klar. Wird es wahrscheinlich zwischen Basti und Torres keinen Zweikampf mehr geben. Dann haben wir noch Robbery und Hotte. Robbery ist noch im DRS-Fenster von Hotte und könnte dahingehend nochmal Angriffe starten. Er hat jetzt noch 1,3 oder 1,41 Benzin. Warum er nicht fett fährt, verstehe ich nicht. Weil Hotte hat
kein Benzin mehr. Gut, vielleicht legt er ihn sich zurecht. Kann ja auch sein, aber Robbery hat ja viel mehr Benzin und könnte eigentlich angreifen. Ja. Bennett hat 57 Sekunden Rückstand auf Lonnie Day. Weit über Rückstand. Das Silverstone. Ja, die Strecke lässt es auch nicht viel zu. Ich meine, wir hatten jetzt auch jetzt nur noch 14 Fahrer. Es sind nicht mehrere ausgeschieden zum Glück. Das hebt dann noch ein bisschen das Niveau. Aber ich meine, hätten wir 20 Fahrer gehabt, wäre es wahrscheinlich mit den Boxenstopps ein bisschen brenzlicher gewesen, zwecks der ganzen Fahrer, die von 11 bis 20 auf der Strecke sind. Dann wäre wahrscheinlich ein Undercut mit dem Verkehr in Verbindung gebracht worden. Aber ich glaube, nicht ein einziger hatte Verkehr nach einem Boxenstopp. Also ich habe zumindest keine gravierenden Situationen gesehen dahingehend. Es ist eigentlich schade. Dass du wüsstest das eigentlich, Stefan, du wüsstest einfach mal ganz klar, wenn jetzt bitte diesen extra Boxenstopp nicht gehabt hätte, dann wäre er definitiv auf Platz 3 oder auf Platz 2. Ja. Er hat jetzt ja hier. Also das sind die Dabeizeiten, die ich jetzt nochmal eingespielt hätte. Also wie gesagt, ein Boxenstopp ist in 30 Sekunden. Er wäre in jedem Fall vor Bennett und würde sich vielleicht mit Toxic battlen. Ja. Aber jetzt haben wir hier einen Überholversuch. Robbery geht noch vor den S vorbei am Hotel. Brutal. Und Stefan, was ich auch sagen muss, ja, dein Wunschwetter ist geblieben. Wir haben ja in Serie B eh nur trockene Sessions. Wir hatten jetzt einmal Regen gehabt in China, aber sonst nur trocken. Also, es ist ja wirklich. Aber Stefan, dafür ist die Serie A lieber ein bisschen verregneter. Das ist doch dann das Kleinste. Ja, also, ich habe ja auch nichts gegen Regen. Also, letztes Jahr war es nicht so toll. Dieses Jahr komme ich komischerweise besser klar. Achso, Entschuldigung, jetzt wollte ich schon sagen. Aber Lonnie Day lässt Thomas Schofield wieder zurückgeholt. Muss ich von Kevin sagen, sehr sportliche Geste. Also finde ich klasse. Vielleicht sagt doch einfach Kevin, komm, ja, ja. Komm Torres. Er fährt das locker nach Hause, er fährt jetzt hier auch mager. Also er hat jetzt auch einen Vorsprung, der seinesgleichen sucht mit 26 Sekunden. Toxic kann es da ein bisschen abknappern. Wie viel Benzin hat ein Toxic eigentlich? Das können wir auch mal einblenden. Er hat ein bisschen mehr Sprit wie Lonely Day, aber da brauchen wir gar keine Diskussion anfangen, ob er jetzt da nochmal rankommt oder nicht. Es sind jetzt ja nur noch 11 Runden. Er müsste ja jede Runde 2 Sekunden aufholen, was ja komplett unmöglich ist. Und dann sogar nochmal, also noch mehr Zeit rausfahren. Lonely Day führt das Rennen an, verwaltet nur noch. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Punkten? Für den 4. Platz bekommt man 12, für den 1. 25. Das ist eine Differenz von 13 Punkten durch wegen der Meisterschaft. Dann ist er durch. Er ist durch. Naja, also durch. Durch ist er ja noch nicht, Patrick. Wie viele Punkte Vorsprung hatte Kevin auf Büttel vor diesem Rennen? Wer Hebi hat die Session aufgegeben? Ich habe das ja alles schon vor dem Rennen durchgerechnet. Also, wenn Kevin gewinnen sollte, und es sieht sehr gut aus. Oh, auf der Startzielgerade steht das Auto. Hat auf der Startzielgerade das Auto verloren. Und da muss ein Safety Car nochmal rauskommen. Und wenn das da rauskommt, das ist eigentlich mehr als Safety Car. Es muss Safety Car gehen. Also normalerweise in der richtigen Formel 1 müsste sofort Red Flag geben. Sofort. Aber nochmal zurück auf deinen Satz, wenn Kevin gewinnen sollte, müsste Büttel Dritter werden. Und das ist Büttel nicht und damit wäre er durch. Ich habe jetzt durch die ganze Aufregung mit Verhebi und dem Safety Car jetzt nicht so richtig verstanden. Also Lonely, der hatte wie viele Punkte Vorsprung vor diesem Rennen auf Büttel? Kann ich dir sagen. Er hat 16 Punkte Vorsprung. Ja. Und er müsste einfach nur 9 Punkte mehr haben und das hat er. Das hat er. Ja. Und dann wäre der Serie B Champion vorzeitig genauso wie der Serie A Champion DJ Rick. Alle. Und dann wäre. Ja.
Aber es ist schade, dass wir das letzte Rennen in Sochi auf beiden Ligen, gut, ich weiß jetzt, wie es in C1 oder C2 ist, einfach keine Challenge mehr haben, um die Championship. Naja, doch. Wir können ja schon mal ein bisschen wärmer. Wir haben jetzt ja noch 11 Runden Zeit. Stefan, es ist noch Spannung noch genug. Zum Beispiel nach Neujahr könnt ihr das Rennen in Russland der Serie A sehen, was extrem spannend ist. Es ist zwar DJ Rick ist zwar Weltmeister, aber es gibt noch den Kampf um den Vizetitel. Itzhofi gegen Max. Da ja. Ist es auch noch sehr, sehr eng. Und natürlich, was auch natürlich auch spannend ist in der Serie, der Abstiegskampf-Tour. Ich zum Beispiel bin drinne. James Bond ist drinne. Grassi ist drinne. Domi ist drinne. Ein Benny Blümchen ist auch noch drin mit 10 Punkten. Also schaltet trotzdem noch nach Neujahr gleich den nächsten Sonntag auf Twitch TV das Serie A-Rennen ein. Wenn ihr aber sagt, nein, wir wollen lieber Aufstiegskampf sehen, dann schaltet die 10. Serie ein. Da ist auch noch richtig Spannung drin. Zimsi ist zwar Weltmeister in der C-Serie, stimmt. Aber auch, auch noch der zweite Aufstiegsplatz ist noch richtig spannend. Also wenn ihr das lieber sehen wollt, schaltet auf Twitch TV 2 ein. Dann habt ihr auch noch Spannung vor. Aber auf jeden Fall nach Neujahr, im neuen Jahr sind wir auch wieder da für euch. Mit mir. Schaltet ein. Was ich ja auch noch sagen wollte, bevor uns ein SVW uns hier die Übertragung zuspammt. Also ich wollte auch noch sagen, ein SVW-Patze fährt ja auch noch gegen einen Diego in der Weltmeisterschaft. Das wollte ich jetzt noch sagen. Aber Patze, ich kann dich beruhigen. Ich habe an dich gedacht und wollte es sagen. Du hättest uns nicht zuspammen müssen. Aber liebe Grüße an euch. Ich denke mal, du bist wieder der Renningenieur von Force India. Und wir können ja schon mal Kevin Glückwünsche übertragen über dich, weil du wirst ja die Übertragung wahrscheinlich auch anschauen. SVW-Patze, SVW gegen Diego ist noch ein Duell in Sochi, wo es um die 4. Position geht in der Weltmeisterschaft. Oh, da ist jemand neben der Strecke. Robbery war neben der Strecke und hat 2 Plätze verloren. Eieiei. Ach, nee, Leute. Ach, das gibt's doch nicht. Und Hotte ist jetzt an Büttel dran. Richtig, das wollte ich jetzt sagen. Die Reifen von Büttel, die werden natürlich in den Knick gehen, natürlich. Das, was ich vermutet habe, bei Büttel waren nämlich so Anfang Runde 19, 20 drinne. Ob die Reifen das aushalten, ist mega spannend. Check nochmal die Kommentare, wir haben ein paar bekommen. Also wie gesagt, Hotte tut jetzt hier Büttel angreifen, ist innen. Ja, und vorbei. Ich glaube, Büttel fährt jetzt das Rennen klug nach Hause und sagt, okay, ich habe zwar noch so 7 Punkte Polster Vorsprung, er würde jetzt aktuell 5 Punkte verlieren, damit kann er leben. Die einzigen Kommentare, die ich gekriegt habe, das war von Vero. Dass er uns darauf hingewiesen hat, dass die Box, dass es Boxenstops gab. Ja. Aber sonst. Das ist schade. Wir waren am Anfang mit 35 Zuschauern hier unterwegs. Es waren sehr viele da. Leider, weil das Rennen an der Spitze nicht so spannend war, sind die meisten wieder weggegangen. Schade eigentlich. Ich meine, wir hatten jetzt auch noch ein paar gute Überholmanöver, wie hier zum Beispiel Hotte und Büttel. Hatten wir gerade ein gutes. Schade, dass die einige schon wieder verlassen haben. Aber wir haben ja immerhin immer noch 20, die zuschauen. Da haben wir jetzt noch einen Zweikampf Torres gegen Ronny. Also anscheinend haben wir die Auflage des Zweikampfes von vorhin wieder mal. Aber Torres ist noch weg. Torres ist noch. Ja. Aber er holt auch auf Ronny, weil Torres hat hier super softe Frische. Und er hat noch 7 Runden Zeit, an Ronny ranzukommen. Und mal gucken, ob er jetzt seinen frischen Satz Reifen besser in den SS nutzen kann, weil eigentlich muss es ja. Er kann jetzt hier schon Vollgas. Ja? Da würde ich gerne Mäuschen spielen bei ihm. Bei Torres Gordy, was der da schon wieder denkt. Oh ne, es ist schon wieder der Mann nicht in der Form, ja. Amini hat noch eine 3-Sekunden-Strafe bekommen.
mal, Kevin ist ja jetzt solide Erster. Er hat noch 8 Runden Zeit. Machen wir mal ein Fazit über Kevin. Ein UAC-Mitglied, was eigentlich aus dem Nichts kam, muss man eigentlich quasi sagen. Im August gekommen, als das Spiel rauskam und seine erste solide Leistung bei der 4-Strecken-Tournee in Brasilien. Ja. So, und jetzt, ein halbes Jahr später, oder noch nicht mal, 4 Monate später, Serie B-Meister. Das ist unglaublich, was dieser Typ eigentlich hat. Er hat jedes Rennen eigentlich von vorne weg dominiert. Er hätte eigentlich schon Weltmeister sein müssen, weil ich glaube, in Malaysia hatte er den Disconnect gehabt. Auf Platz 1, wie Eric, DJ Rick in Spa auf Platz 1 diesen Disconnect hatte. Folge war es eines Bugs, wo einfach zwei Fahrer die Session lieben, weil irgendwas verkehrt läuft oder nicht richtig programmiert ist, weiß der Teufel. Hätte er eigentlich schon lange Weltmeister sein müssen in der Serie B. Und er macht es natürlich jetzt hier klar, einen Rennen vor Schluss. Was war für dich eigentlich die Szene der Saison in Serie B eigentlich? Also ich fand das Sparrennen fand ich sehr interessant. Bennett war ja am Anfang sehr stark. Also in Singapur war er ja lange vor Lonely Day. Hat es ja auch lange so ausgesehen, als wenn er gewinnen würde. Und Kevin dann einen Boxenstopp weniger machte und dann an Bennett vorbeikam. Wo wir schon gesagt haben, er soll undercutten. Bennett undercutten. Dann ging Bennett an die Box und Kevin fuhr durch und gewann das Rennen. Spa fand ich auch ein gutes Rennen. Das haben wir auch beide selbst zusammen kommentiert. Wo noch ein Luzi dabei war, den ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisse. Ist er gar nicht mehr mit dabei oder fährt er nicht mehr mit? Oder was ist mit ihm los? Hast du da Informationen? Nein, da habe ich keine Informationen. Ganz ernsthaft, schade. Oh, Ronny fliegt ab und Torres fährt drauf. Torres fährt Ronny drauf. Und dahinter ist jetzt Lonely Day. Ich hoffe mal, dass Torres sich nicht seine Flügel kaputt gefahren hat. Es sieht nicht danach aus. Aber Ronny hat sich weggedreht. Wo ist Ronny? Ronny ist jetzt, hat sich gefangen. Aber hat jetzt Basti im Nacken. Mehr oder weniger. Naja, er ist auch weit weg. Tja, was war für mich die Szene? Was war für mich die Szene eigentlich der Saison? Eigentlich, es gibt zwei Szenen eigentlich für mich der Saison. Die erste Szene war eigentlich die Szene in Mexiko, wo Büttel eigentlich quasi los fast jede Runde im Büttelstadion eigentlich überholt hat damals. Das war für mich eigentlich. Ja, aber Patrick, das muss man ja sagen. Also ich meine, natürlich ist es für uns schön anzusehen, wenn Büttel da überholt. Aber eigentlich ist es, ja, also ich will Büttel jetzt nichts vorwerfen, dass es steif gebombt ist. Aber im Endeffekt ist es Überholen mit Kontakt und nicht Crashen. Es ist schon eine Berührung. Torres ist langsam, was ist da los? Er lässt Lonely Day vorbei. Aber ziemlich, an einer ziemlich abenteuerlichen Stelle. Also wie gesagt, nochmal zu Büttel zurückzukommen, was in Mexiko ablief. Natürlich sieht es heiß aus. Wir kennen es ja von Daniel Ricciardo. Alle feiern, dass er sich da reinbremst in die Autos und manchmal sogar die Kurve verfehlt, weil er einfach zu spät bremst. Es ist meines Erachtens nach kein Rennfahren. Natürlich ist es nur ein Spiel. Ja, und Stefan, aber das, was Kevin am Ende gesagt hat des Rennens noch im Interview, wenn wir so fahren, fahren wir uns alle kaputt und wir haben nur Unmut und im Endeffekt bringt es uns nichts. Also wir sollten überholen, clean überholen und nicht uns reinbremsen mit zwei Längen Rückstand auf den Vordermann oder eine Länge Rückstand. Aber Stefan, jetzt muss ich dir da leider... Dann fahren wir uns alle kaputt. Das waren seine Worte und ich bin der gleichen Meinung. Ja, das ist deine Meinung. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Das war für mich eigentlich, wie gesagt, ich habe danach ein paar Kommentare gekriegt, wo ich mal sagte, es war hart, aber fair. Aber wir fahren Formel 1 und es ist keine Hinterherfahrmeisterschaft. Und man soll vorbeikommen und Büttel hat einfach in der Szene einfach überrascht. Da ist jemand in die Box gefahren, oder täusche ich mich? Es wird nichts angezeigt.
Boxenstopp von Laundry Day. Er will noch die schnellste Runde fahren. Hat er sich seinen Flügel kaputt gefahren? Nein. Toxic geht vorbei. Was ist denn hier los? Was ist jetzt los? Bin ich denn bescheuert? Er wechselt nochmal. Was macht Kevin? Will er Toxic jetzt hier den Sieg schenken? Oder hat er jetzt keine Strafen? Er ist in jedem Fall 9 Sekunden. Was ist denn hier los? Hä? Also, was macht Laundry Day? Oder? Die Reifen halten nicht. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab da eine Vermutung. Ich hab da eine ganz, ganz heiße Vermutung. Bennett ist Dritter. Ich hab Vermutung, dass es da wahrscheinlich, weil Kevin ist Weltmeister. Das ist ja Fakt. Oder warte mal, wir gucken mal. Wenn Kevin Dritter wird, muss Büttel Siebter werden. Und wenn das so bleibt und du siehst, Kevin fährt langsam, dann ist die WM-Entscheidung nun doch noch vertagt worden. Aber würde das jetzt Kevin riskieren? Das ist natürlich die Frage. Aber guck dir doch mal an. Das sieht sehr, sehr nach Stallorder aus. Und es ist ein Freundschaftsbeweis, der seinesgleichen sucht. Ja. Unfassbar. Ja, ich finde es. Wie gesagt, ich finde es. Ah, es ist schwer zu sagen. Also ich. Sag mir mal bitte, wer sowas macht. Also ich. Ich weiß nicht. Wird er jetzt wirklich Bennett den zweiten Platz schenken, nur wegen der Punkte? Ja. Aber er ist über 20 Sekunden weg von Bennett. Boah, das ist. Alter, das ist echt. Das ist heavy. Check mal die Kommentare, wir haben welche. Genau. Also. Coangelo, Simone, Servus, hat genau die gleiche Vermutung wie ich gehabt. Und Vero sagt ganz ernsthaft, er hat noch jemanden gehabt, der das gemacht hat. Lewis Hamilton in Ungarn. Er hat Valtteri Bottas vorbeigelassen. Damals. Ja. Aber da ging es ja darum, dass Hamilton im Endeffekt vorbeiging, weil er ja Jagd auf die Ferrari machen wollte und dann halt wieder gesehen hat, es funktioniert nicht. Ich meine, das ist ja so ein bisschen eine andere Konstellation der Dinge. Ja, aber Leute, ganz ernsthaft mit den Kommentatoren, wie findet ihr das, dass Laundry Day höchstwahrscheinlich die Stallorder macht gegen Bennett? Also Bennett würde hier 18 Punkte kriegen und das heißt, Bennett, dass er dann... Bennett, richtig. Also das heißt, ganz... wenn Büttel Fünfter bleibt, macht Bennett 8 Punkte gut. Das bedeutet, er würde 6 Punkte nach Russland in Rückstand geraten. Also du hast vorhin gesagt, dass Kevin 16 Punkte Vorsprung auf Büttel hat. Ist das richtig? Ja. Also, er kriegt für den dritten Platz 12 Punkte. Büttel bekommt für den fünften Platz 10 Punkte. Also, so, dann ist das noch vertagt. Dann ist das noch vertagt. Ja. So, aber das zwischen Bennett und Büttel, da würde Bennett 8 Punkte gut machen. Ich muss jetzt gerade nochmal rechnen. Also, die ganz ernste Frage ist natürlich, wie fühlt sich natürlich Toxic an, natürlich da. Ein geschenkter Sieg. Es ist in jedem Fall, strange. Und wir werden ja gleich hören, was die dazu sagen. Wir haben ja beide im Interview. Bennett ist jetzt nur noch 11 Sekunden zurück. Also Vero und Simone sagen auch, dass diese Entscheidung von Laundry Day völlig okay ist. Mich überrascht das ernsthaft ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich ganz ernsthaft sagen soll, weil ich eigentlich Kevin hätte gedacht, dass er mit einem extrem hohen Ego eigentlich diese Rennen eigentlich alle gewinnen wollte. Und ja, jetzt geht er natürlich komplett von Gas runter.
schwierig. Es ist echt schwierig zu kommentieren jetzt, liebe Zuschauer. Auch klarer für mich, weil ich Interviews führen sollte, wenn ich... Wie ist denn der Punkteabstand zwischen Bennett und Büttel nochmal, Patrick? Könntest du das bitte nochmal erzählen oder uns schildern? Zwischen Büttel und Bennett. Genau. 84 zu 66. Damit würde also aktuell, wenn Bennett... Büttel ist Sechster. Büttel, wir haben ein Überholmanöver verpasst. Und zwar zwischen Leo Jimmy und Büttel. Also er hat sogar noch mehr Punkte eingebüßt. Durch die ganze Aufregung haben wir das jetzt komplett vergessen. Mein Gott. Und was wir noch nicht vergessen, der Robbery, der ist 4 Sekunden noch dahinter. Wenn die Reifen vom Büttel sowas von der machen. Nee, das reicht nimmer. Das ist die letzte Runde, Patrick, das wird nichts mehr. So, aber wir gehen trotzdem. Stefan, geh bitte auf den Sieger. Es ist quasi schwer zu sagen, aber Gratulation Toxic zu seinem zweiten OAC-Rennen der DRP in Silverstone. Gratulation zum Sieg, zum geschenkten Sieg. Ich kann es nicht anders sagen. Geh mal bitte rüber auch zu den Force Indias. Ja, ich habe zum Glück noch umgeschalten, weil wenn jetzt Toxic über die Linie gefahren wäre, hätten wir es nicht mehr gesehen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viel Strafen hat Bennett, wie viel Strafen hat Laundry Day? Das ist ja auch nochmal eine Sache. Ich denke mal, die werden sich untereinander verständigen. Jetzt sehen wir es, hier geht's. Ja. Hier ist es passiert. Bennett vorbei an Laundry Day, holt sich die zweite Position. Und ja, Büttel hat jetzt aber nur 8 Punkte für den 6. Platz, stimmt es? Ja, genau. Rotte ist 4. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Strafen hat Büttel. Büttel bleibt Platz 6. Büttel wird 7. 7. Platz für Büttel nur. Zu viele Strafen. Zu viele Strafen. Das ist, ach du liebe Güte. Neue WM-Situation ist, Büttel verliert auf Bennett. Wahrscheinlich ist Kevin doch noch Champion geworden. Jetzt rechne mal, 7. Platz, wie viele Punkte kriegt man für den 7.? Warte. 12 Punkte. Kevin ist 3. Das wären 28 Bitte. Punkte. Wie viele Punkte kriegt man für... Da ist er, World Champion! Es ist unfassbar! Wie viele Punkte kriegt man? Jetzt bleibt aber ruhig. Wie viele Punkte kriegt man für den 7? Für den 7 kriegt man noch. 6 Punkte! Dann hat das noch nicht geschafft. Dann hat das noch nicht geschafft, Patrick. Doch, hat er. Wenn er 16, warte mal, wenn er 16 Punkte Vorsprung hatte, jetzt hat er 12 bekommen, sind 28. Minus, wie viel kriegt man für den 7. Platz? 6 Punkte hast du gesagt. 6. Dann sind es 22 Punkte Vorsprung. Nee, also bei mir müsste es durch sein. Warte, wir rechnen das jetzt einfach mal ganz, ganz schnell durch. Voll rausgehauen, ey. Aber ich bin der Meinung, dass, Kevin hat jetzt 12 Punkte. Das sind 28 Punkte in der Summe Abstand. Warte, 6 sind 22. Also ist das noch offen? Warte. Büttel hat jetzt 90. 22, doch, Entschuldigung, wir haben es ja aber geil rausgehauen. Nein, 90 Punkte. Ach du liebe Güte. Guck mal die Kommentare, jetzt haben wir welche bekommen. Wahrscheinlich haben sie sich alle darüber aufgegeilt, aber das ist ja kein Problem. Ich habe mich auch schon ein paar Mal gehört. Aber gut, dass du es rausgehauen hast und das können wir dann nächstes Rennen nochmal machen. Ja. Das war echt cool. Entschuldigung, ich finde das geil. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, liebe Zuschauer, aber wir müssen kein Problem. Deine Emotionen haben dich dazu gebracht. Was haben wir eigentlich für Kommentare da? Das wollen wir noch kurz checken, bevor wir sie einladen. Ich glaube, ich habe den Toxic gleich in einer Freundesliste. Also zum Beispiel, Vero hat zum Beispiel geschrieben, diese Teamorder ist okay gewesen am Ende, aber für die Liga allgemein ist es ein schlechtes Bild, sage ich mal so.
da jemand ausstieg, der für die A zu langsam ist. Bennett ist auch nicht so langsam für die A. Ja, ja, wir wissen, hat jemand den Toxic in der Hallo. Liste? Ja. Also Patrick, du machst mal die Interviews, zuhören. Ich geh mal kurz pinkeln. Ja, wenn man jemand noch den Toxic vorschlagen könnte, dann wäre das optimal. Und dann führen wir noch die Interviews durch. Mhm. Boah. Achso, da hat man jetzt, wenn sie vorgestanden. Nee, doch nicht. Habt ihr mit dem Vorstand? Moment, ich schlag nochmal vor. Ja, das wäre nicht. Ich glaube, ich hab ihn. Ja, da ist er. Und ich sollte erstmal nochmal einen Mathematikkurs besuchen. Das wäre dann erstmal noch für mich nochmal vorteilhaft. Erzählt niemand, dass ich Internetkaufmann bin. Naja, egal. Aber wieso? Warte mal. Servus, Toxic, erstmal. Hallo. Hallo. Wir beginnen erstmal. Ich weiß gar nicht erstmal, wie es man so sagen soll. Kevin, dritter Platz irgendwie. Ein Rennen? Ja, hi. Ja, ich weiß gar nicht erstmal, wo ich anfangen sollte. Ein Rennen, was man eigentlich dominiert hat, mit über 30 Sekunden, ne? Aber am Ende ist man doch Dritter geworden. Und fährt die letzten Runden sehr, sehr schleichend. Natürlich weiß jeder Blinde mit dem Krückstock, was da am Ende los war mit euch beiden. Aber ich sag einfach so, schießt du selber los, bevor ich da irgendwelche anderen Argumente rüber schieße. Also ich fange einfach mit dem Qualifying an. Also ist optimal gelaufen. Mit einer 27,5 war ich zufrieden. Es geht auch schneller, aber es ist eine solide Runde, die dann für die Pole reicht. Das wusste ich, dass es eine 27,5 reichen wird. Deswegen war ich sehr glücklich. Das Rennen selbst, Toxic hat am Anfang echt gut Druck gemacht. Irgendwann konnte er diesen Druck nicht mehr bringen. Und ja, dann zweiter Stint, muss ich wirklich zugeben, musste ich irgendwie kämpfen mit meiner Konzentration. Hab mir blöderweise ein paar Strafen reingezogen. War, ja. Und dann, so wie die Situation sich ergeben hat, Bennett ist ein sehr grandioses Rennen gefahren, ist dann auch vom letzten Platz auf 3. Und dann war es logisch, was wir machen. Ich glaube, jeder, der mitdenken kann, weiß es. Keine Ahnung, ich glaube, man kann es aussprechen, das ist, glaube ich, nicht verboten. Es war nicht Dallorder, ist ja klar. Ich habe ihm die 3 Punkte geschenkt, habe auf meinen Sieg verzichtet, habe dem Toxic den Sieg geschenkt und ja, mehr ist nicht dabei. Wie gesagt, wir haben uns jetzt quasi nur gewundert, weil es eben, du warst eben Erster und Bennett war Dritter in dem Fall. Ich hätte das verstanden, wenn er Erster und Zweiter gewesen wäre. Deswegen hat mich das dann nun doch ein bisschen überrascht, weil ich kenne dich ja eben schon ein bisschen lange, Kevin. Und für dich heißt es ja quasi nur siegen, eigentlich siegen oder verlieren. Und da hat mich eben jetzt die letzten Runden sehr, sehr überrascht, dass du diesen Sieg jemand anders schenkst, außer den Teamkollegen. Ja, es hängt von der Perspektive ab. Siege ich alleine oder siege ich als Team? Und ich will als Team siegen und zusammen aufsteigen. Ganz einfach. Ja. Jetzt muss ich dich nun doch leider korrigieren. Du bist nun doch kein Weltmeister geworden. Es sind 22 Punkte noch, die du Vorsprung hast. Und also ich habe die Punkte nicht selber zusammengerechnet, aber Patz hat gemeint, dass ich 25 Punkte Vorsprung auf Büttel habe. Und da ich mehr Sieger eingefahren habe, müsste ich jetzt noch mal kurz. Ist der Titel nicht mehr zu nehmen. Aber ich hab's nicht hochgerechnet, keine Ahnung. Also eigentlich, Büttel ist jetzt Siebter geworden, er hat 8 Punkte, das sind 92. Und du hast 15, müsste soweit 20, 23 Punkte sind. Müsste ich jetzt nochmal nachrechnen, aber. Ist ja wurscht. Und wenn es jetzt nicht der Titel ist aktuell, dann
fahre ich den in Russland ein. Alles kein Problem. Ja, also wie gesagt, Kevin, ernsthafte, sportliche Geste muss ich ja sagen, einen Sieg wegzuschmeißen fürs Team. Nö. Sportlich war das nicht. Das ist unsportlich ohne Ende. Das kann man schon so aussprechen. Das hat nichts mit Sport zu tun. Ja, wie gesagt, was da jetzt alles gesprochen wird intern zwischen euch, macht das untereinander aus. Wie gesagt, ja. Große Geste also Stefan und ich haben wirklich eine große Geste auch gezeigt, dass ihr das gemacht habt. Und ja, wie gesagt, in der echten Formel 1 gab es ja auch offensichtlich mehrmals. Und warum sollte man virtuell ein Spiel machen? Ne? Trotzdem Dankeschön. Ich danke auch. Glückwunsch zu Toxic zum Sieg und Dankeschön an die Zuschauer zum Zugucken. Ja. Bennett, zweiter Platz heute. Es ist ein Rennen, was eigentlich, wo ich gedacht habe, die ersten Runden, ich eigentlich gedacht hätte, ich höre dich während des Rennens. Ganz ernsthaft. Es gab so eine paar Szenen, wo ich gedacht habe, was macht der Junge? Also zum Beispiel die ersten Anfangsphasen da, wo du öfters im Gras gelandet bist oder wo du das Auto fast in der ersten Kurve weggeschmissen hättest. Dann die Disqualifikation, diese mysteriöse. Erläutere den Zuschauern, was ist da erstmal passiert? Ja, ich hatte ja das Video schon geschickt und das Quali selber erstmal, das war eine 27.9. Es wäre Platz 3, wäre Platz 2 gewesen, da der Zweitplatzierte noch über den Disconnect rausgeflogen ist. Und ja, es ist halt vom Spiel blöd gemacht. Ich habe mich halt dann Turn 4 habe ich mich halt weggedreht und halt quasi noch im Drehen in die falsche Richtung, quasi während des Drehers, ohne dass ich irgendwas machen kann, wurde ich halt disqualifiziert. Das heißt, von ganz hinten starten. Das ist halt quasi passiert. Okay. Und wie war die Anfangsphase? Also vom Platz 14, du hast ja das dann relativ langsam angenommen. Ich bin vorsichtig gestartet, weil ich quasi auf gar keinen Fall mir irgendwie direkt im Flügel anditschen wollte. Das heißt, ich bin auch wirklich bewusst eine Millisekunde später losgefahren, weil ich bin ja sonst, meine Starts sind nicht die besten, aber diesmal war quasi der Start wirklich deutlich langsamer. War halt direkt schon wieder an Turn 2, theoretisch an, ich glaube, Verhebi war es dran. Und ja, jetzt aber quasi die 10, die du aufgezählt hast, waren auch die einzig kritischen. Ne? Ja, ich habe halt einmal fast das Auto verloren, hatte ich auch ein bisschen Muffensausen. Ansonsten war es halt, ich war halt als die vor mir halt deutlich schneller, wurde halt teilweise ein bisschen aufgehalten. Es hatte halt auch Glück, dass ein Büttel Pech hatte. Der wurde laut meinem Kennstand einmal in die Box reingedrückt, wodurch er halt quasi wieder rechnerisch hinter mich kam. Und schwuppdiwupp war ich quasi rechnerisch auf Platz 3 und musste es halt nur noch nach Hause fahren. Und dann halt quasi durchkalkuliert, wann muss ich in die Box. Und dann war es halt ab da ein einsames Rennen, aber quasi bis dahin waren halt, ich war halt froh, dass ich quasi ohne Flügelschaden jede Überholung geschafft habe. Das war quasi dann direkt nach meinem Boxenstopp, kam direkt glücklicherweise vor Büttel raus, ich dachte, ich komme hinter ihm raus, müsste ihn noch überholen. Bin dann am Torres vorbei, da haben wir uns ein bisschen verheddert, das tut mir auch leid für ihn, weil dadurch kam er Büttel direkt näher, ging aber quasi ohne, dass sich irgendjemand von uns weggedreht hat. Ja, und dann vom Büttel abgesetzt und sicher nach Hause gefahren. Und dann kam halt quasi irgendwann unsere internen Besprechungen. Dafür auch danke an Kevin. Und ist quasi, du hast gesagt, du kennst ihn halt anders, aber quasi auf der anderen Seite zeigt es halt auch quasi, was für ein Teamplayer er da in dieser Situation gewesen ist und einfach die Chemie, die stimmt. Ja. Und es sind jetzt, glaube ich, noch. Auch nicht meine Hochrechnung, 6 Punkte auf Büttel. 6 Punkte, genau. 6 Punkte hast du jetzt zurück. Und es steht halt theoretisch in meiner eigenen Macht, jetzt das in Russland noch nach Hause zu fahren. Und das ist halt das Ziel, jetzt noch wirklich durch Platz 2 direkt aufzusteigen. Ansonsten, falls Platz 3 habe ich jetzt gefestigt, ich hätte 10 Punkte holen müssen. Und falls ich dann doch irgendwie Platz 3 werden sollte am Ende, bleibt es nur zu hoffen, dass ein paar abspringen. Also ja, der Ziel ist der Aufstieg. Ja, ich hab da noch eine Frage nochmal zum Thema bei dir mit der Stallorder. Also verstehe ich das richtig, dass diese Teamorder zwischen euch von Kevins freien Stücken kam? Ja, die kam von seinen freien Stücken.
die Idee also, kam auch von mir. Dass also er wusste, er hat zwei Strafen und ich habe direkt gesagt, ich bin nur 80, es war zu dem Zeitpunkt, war ich 8 Sekunden vor Hotte. Und ich habe ihm direkt gesagt, Kevin, der ist nur 8 Sekunden hinter mir. Und dann hat er quasi bewusst das in Kauf und also bewusst das Risiko in Kauf genommen, dass eventuell ein Hotter auch noch an ihm vorbeikommt. Okay. Aber ich habe theoretisch, ich habe teilweise noch gesagt, ja, nee, bleib vor mir. Aber war dann quasi seine Team-Geste zu sagen, nee, wir ziehen das durch. Okay. Okay. Und natürlich auch Glückwunsch von John Toxic. Ja, also wie gesagt, ich auch an dir von Bandit, also Platz von Platz 14, dann am Ende auf Platz 2. 16 war es am Anfang. Ja, 16. es ist ein starkes Rennen von dir gewesen. Also wie gesagt, ich hätte dich wirklich, manchen Szenen hätte ich dich wirklich da schon früher gehört, wo das Auto manchmal. Das sah aber dann wahrscheinlich knapper aus, als es war, weil ich hatte halt, ich war einmal auf der Wiese, oder zwei, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch dreimal, aber es war alles kontrolliert. Ich hatte. Auch wenn ich dann quasi in der Situation neben der Strecke war, es bestand keinmal die Gefahr, dass wirklich das Auto kaputt geht, weil ich dann halt auf die Bremse gegangen bin. Und also ich habe quasi kontrolliert abgefangen. Okay. Ja, ich hab halt nur Zeit verloren. Das war halt wiederum ärgerlich, aber angenommen, die Stallorder hätte es nicht gegeben, auf Toxic wäre kein Rankommen gewesen. Also das waren jetzt am Ende 50 Sekunden und die 50 Sekunden, die waren in dem Sinne begründet. Okay. Also da war kein Herankommen. Okay, ich kann euch jetzt nochmal schnell sagen, also an euch beide jetzt Informationen. Bennett, du hast 6 Punkte Rückstand jetzt auf Büttel und Kevin hat 23 Punkte Vorsprung. Ich habe das jetzt nochmal durchgerechnet, nochmal schnell. Und so, wir müssten die Teamwertung, müssten wir eigentlich jetzt safe haben. Das habe ich nicht durchgerechnet, ganz ehrlich. Das war mir eigentlich müsste ganz aber eigentlich. Ja, dann weiß ich schon. Trotzdem, Bennett, Glückwunsch zum zweiten Dankeschön. Platz. Dankeschön. Also ich war am Anfang richtig sauer. Ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr. War halt durch eine Kacke, ich wäre halt Zweiter gewesen und ich weiß es halt nicht, wie es am Ende ausgegangen wäre, weil ich bin eine andere Strategie als Toxic gefahren und das steht in den Sternen, wie es gelaufen wäre, wenn ich auf Platz 2 gestartet wäre, weil da hat man halt auch noch eine Teamstrategie, die jetzt nicht erwähnt werden muss, aber die hätte halt eventuell mir in die Karten gespielt. Rocky, hast du das berücksichtigt, dass man für den dritten Platz 15 Punkte bekommt? Das haben wir ja nicht berücksichtigt. Ja, dann sind es ja dann im Endeffekt 25 Punkte am Ende, ne? Dann stimmt's ja mit dem Sieg der Weltmeisterschaft. Hab ich mich schon wieder verrechnet? Ja, wahrscheinlich. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass 12, wir waren halt komplett durcheinander durch die Situation. Bitte kriegt 6, das heißt er hat 90, oder? Also wenn 16 Punkte Kevin Vorsprung, ja, dann hat er 25 Punkte Vorsprung. Entschuldigung. Bin ich wir sind total durcheinander. Also die Situation hat das Konzept gebracht. Das war ein Drama, dann bin ich schön CDB-Meister. Kevin, du hast mich völlig durch diese Szene, völlig durch ein Konzept gemacht. Jetzt nun offiziell World Champion! Dankeschön. Nun doch, aber jetzt lasst mich doch mal bitte mit den Sieger sprechen eigentlich heute. Toxic. Jetzt ganz ernsthaft. Ein geschenkter Sieg. Erzähl einfach mal. Ich kann eigentlich dir nicht nichts fragen eigentlich. Fühlst du dich eigentlich als Sieger? Nee, nicht wirklich. Also, ja, ich habe nicht viel zu sagen. Mein Rennen war eigentlich ziemlich langweilig, weil, ja, Kevin ist einfach schneller wie ich, muss man zugeben. Ich habe versucht dran zu bleiben am Anfang. Das hat nicht so hingehauen. Bin dann einfach mal eine Strategie durchgefahren, dann fährt er ein Stop, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, was geht denn mit dem ab? Dann hat's mich fast rausgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ey. Da habe ich mich richtig eingeschissen. Ach, das war nach deinem Boxenstopp, war? Nach deinem Boxenstopp. Genau. Ja, das haben wir gesehen. Ja, so. Ich habe dann noch probiert, so nah wie möglich ranzukommen an ihm. Ich wollte unter 20 Sekunden weg sein, das habe ich auch geschafft, dass er dann nochmal in die Box geht, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und ja, ich kann mich nur bedanken, aber lieber gewinne ich aus eigener Kraft. Ja, das ist natürlich verständlich. Natürlich so ein Sieg, quasi auf dem Silbertablett zu bekommen, ist natürlich einerseits natürlich echt doof. Frage mal dich als andererseits Zentral. Interessiert es in 2 Wochen niemanden. Ja, richtig, Kevin. Aber ich frag jetzt mal an Toxic, als neutrale Person, wie findest du das? Was die beiden gemacht haben, Force Indias. Das ist jetzt meine. Ja, was soll ich dazu sagen? Es sind ja beides gute Fahrer.
Ja, wir haben verdient da jetzt die Konstrukteursmeisterschaft geholt. Ja, okay. Gut, Toxic, dann frage ich dich einfach jetzt quasi nochmal für Russland. Du wirst wahrscheinlich an Russland dann wahrscheinlich auch nochmal fahren können, wahrscheinlich nochmal in Serie B. Was sind da deine Ziele und Erwartungen? Bei Force India brauche ich ja nicht fragen, da steht das natürlich klipp und klar. Aber was ist dein Ziel? Ja, also wenn ich mitfahren darf, dann bin ich auf jeden Fall dabei und ja, sag mal so, wenn ich in der Top 5 bin, vielleicht sogar Top 3, bin ich zufrieden. Okay, gut, Toxic, dann ich muss es trotzdem sagen, ich glaube, man hört sich gerne, aber ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Ja, danke. Und wir hören uns dann alle zusammen wieder in Russland dann. Und Kevin und Bennett feiert den Team-WM und ganz besonders die Weltmeisterschaft. Nun, offiziell nun. Ja. Dankeschön. Bitte, bitte, Kevin. Ja. Hast du dir auch verdient. Dann werde ich die Übertragung jetzt auch beenden. Und dann sehen wir uns dann in, ich glaube, es sind 4 Wochen dann bei euch. Jo. Oder noch länger. Es sind 5 Wochen, glaube ich, bei euch. Und nach den... Genug Zeit zum Üben. Ja, also die Weihnachten fahren wir ja nicht und Silvester auch nicht. Es fällt ja jedenfalls immer an den Sonntag, die Feiertage. Und, ja, ist halt auch blöd, weil bei Kevin und mir geht auch die Klausurphase einfach los und eigentlich so nachdem ich auf Platz 16 stand, dachte ich mir, super, muss ich für Russland eh nicht üben, weil das war's. Ja, dass das Rennen so läuft, hätte ich nicht gedacht. Ja. Da wurde ich auch richtig dann von Patze und Kevin aufgemuntert, so fahr einfach mal gucken, was geht. Aber da ich jetzt am Ende auf Platz 2 stehe, hätte ich nicht gedacht. Super. Also dann wünsche ich allen frohe Weihnachten, ist ja bald, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist dann ein bisschen später und dann sehen wir uns dann im neuen Jahr. Kevin und Bennett hoffentlich in der Serie A. Also du fährst ja noch gegen Büttel. Ich denke mal, das ist auch PG und es werden auch einige wahrscheinlich in der Serie A nicht mehr mitfahren, dass auch mehrere Plätze da sind für den Aufstieg. Und ich denke mal, dass Bennett und dass du dann mitfährst nächstes Jahr in der Serie A oder nächste Saison. Ich versuche es halt einfach aus eigener Leistung, jetzt den Aufstieg zu schaffen. Es ist 6 Punkte, das ist nicht viel. Okay. Natürlich, es wäre natürlich am einfachsten, wenn ich in Russland gewinne und er wird Zweiter, weil dann habe ich es auf jeden Fall, weil so kann man halt nicht rechnen. Und dann reicht, glaube ich, schon, wenn ich Zweiter werde und er Vierter, dann muss man halt gucken, wie die Platzierungen waren. Und genau. Dann entscheidet sich halt. Jedenfalls haben wir jetzt genug Zeit. Jetzt könnt ihr chillen, ein paar Wochen. Ich meine, es ist ja Pause durch die Feiertage und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder in Sochi. Ne? Ich werde jetzt die Übertragung beenden und dann war es das dann für heute. Gucken wir mal hier.